Hallo und seid herzlich gegrüßt, meine lieben Freunde, im LS22. Noch, muss man ja schon fast sagen. Ja, und wo sind wir heute? Heute sind wir mal wieder auf der Karte Schwadeheim, auf dem gleichnamigen Hof Schwadeheim. So habe ich ihn zumindest genannt. Ja, ich hatte ja gesagt, ich brauchte mal ein bisschen Abstand zur Schwadeheim und auch zur Fichtal. Und das hat mir auch, muss ich sagen, ganz gut getan. Doch jetzt hat es mir wieder ein bisschen in den Fingern gejuckt. Und da dachte ich mir, gehst mal drauf die Tage, guckst mal, wie es so aussieht. Und ja, habe hier ein bisschen weitergemacht erstmal. Habe noch einen Auftrag zwischendurch erledigt. Ballenauftrag, der hat mir nochmal 12.000 in die Kasse gespült. Weil ich habe mir noch was Neues gekauft. Keine Angst, nichts Großartiges. Ich habe ja schon immer gesagt, dieses Tandem-Fass hier, dieses Milchfass, gefällt mir nicht richtig, weil eine Achse immer in der Luft hängt. Und das habe ich verkauft und habe von dem Erlös mir hier noch so einen Strautmann geholt und das Zemo-Fass dazu. Ich weiß, das ist kein richtiges, schönes Milchfass jetzt, also für die Milch. Das Fass ist schön, aber für die Milch, es ist halt doch mehr für Wasser oder Gülle. Aber es ist halt praktisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, von daher habe ich mir das gegönnt. Und wie gesagt, mit dem Lohnauftrag konnte ich mir dann das Fass noch kaufen und bin eigentlich wieder fast an dem Punkt finanziell, wo wir das letzte Mal hier aufgehört haben. Gut, das erstmal kurz zum Update. Der John Deere 7810 ist jetzt, denke ich mal, schon warm gelaufen. So dass wir uns jetzt hier reinsetzen können und werden Weizen dreschen gehen. Ihr habt ja bestimmt das ein bisschen verfolgt und ich habe ja ein Weizenfeld noch gekauft neben einem bestehenden Feld von mir. Und da war ja von Anfang an der Plan, wenn die beide abgeerntet sind, will ich die dann mit dem Grubber zusammenlegen. Habe erst überlegt, ich habe ja jetzt keinen Pflug. Wie machst du das? Und habe mich dann für den Mod grober Felderstellung entschieden. Da ich ja sowieso nur noch tief lockere und nicht mehr pflüge, kann ich dann mit meinem tiefen Lockerer hier die Feldgrenze noch durchbrechen und die beiden Felder zusammenlegen. Ja, und was ist heute so in dieser Folge der Plan? Der Plan ist, dass ich es ein bisschen dreiteilen möchte und vielleicht auch mal mit einer kleinen Unterbrechung jeweils arbeite. Ich möchte jetzt dreschen, das will ich aber auch euch nicht die ganze Folge lang zeigen, sondern werde anfangen, dann werden wir einen kleinen Schnitt machen, ich werde zu Ende dreschen, dann die Ballen, dasselbe Spiel. Und zum Schluss möchte ich dann noch mit dem Tiefenlockerer hier auf dem Acker gehen und die Felder zusammenlegen. So wäre jetzt mein Plan. So, halt, hier können wir uns nicht herstellen, sonst wird es nichts mit dem Schneidwerk anhängen. Also fahren wir hier rum und lassen den Johnny hier stehen. Oh, hier ist das Unkraut schon gewachsen. Ja, ihr seht, das habe ich schon gekauft. 0,42 Hektar, ne? Das ist natürlich nichts. Und das hier gehörte mir von Anfang an, als ich hier auf der Karte begonnen habe. Und das sind 0,6 Hektar, also kommen wir roundabout auf einen Hektar zusammen. Oh ja, das ist schon was. Und die weitere Idee wäre, wenn Geld da ist, dann hier unten von den, ich mache mal kurz die Karte auf, von den beiden noch eins, vielleicht die 16 zu kaufen und perspektivisch noch die 17 dazu, mal sehen, und da ein schönes großes Feld draus zu machen. Das hätte ich jetzt noch so für mich im Hinterkopf. Gut. Aber jetzt schmeißen wir erstmal den Medion an und koppeln das Schneidwerk dazu ran. Stroh werde ich auch hier komplett auf Schwad legen.
da ich doch jedes Fitzelchen gebrauchen kann und selbst wenn ich es nicht brauche, kann ich es immer noch gut verkaufen. So. Na, ein bisschen rum noch. Ups, das war ein bisschen weit. Zack. So. Klappen wir mal den Korntank auf. Haben wir hier den Häcksler an? Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen die Strohablage. So. Könnte das passen? Ja, und da bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier an Weizen rauskriegen. Ich glaube nicht, dass der Hängerzug komplett voll wird. Da bin ich nicht so sehr blauäugig. Das gibt einfach die Feldgröße nicht her. Aber mal sehen. So. Schneidwerk noch an. Und los geht's. Die Bäume, das hatte ich mir schon mal angeschaut, die werde ich erstmal stehen lassen. Die sollten mich nicht behindern. Ja, jetzt fahren wir erstmal einmal außen rundherum. Vorgewende werden noch, ich denke noch ein zweites auf jeden Fall fahren. 3 ist ja eigentlich so die Faustregel, ne? Sagt man 3 Schneidwerksbreiten. Ist mir gar nicht so aufgefallen, dass das hier so abschüssig ist. Naja. So, jetzt haben wir natürlich hier diese doofe Leitplanke, hätte ich beinahe gesagt. Uiuiui. Wenn wir natürlich noch schön mit dem Hinterrad drüber fahren, kann ich hier... Naja, wir müssen einfach mal hier rein. Nützt alles nichts. Ja, wenn es natürlich das Feld hier unten noch mit dranhängen würde, na, dann hätten wir schon eine ganz anständige Fläche. Aber was nicht ist, das kann noch werden. So, immer schön gerade rückwärts fahren, sonst gibt es Ärger mit dem Pressenfahrer. Werde höchstwahrscheinlich ich sein, ne? Aber so ist mir das erklärt worden, als ich vor 2 Jahren beim Philipp in der Börde Mähdrescher fahren durfte. Da wurde mir auch gesagt, am Ende der Bahn nicht gleich einlenken, sonst ja, macht hinten der Spat einen schönen Bogen und dann gibt es halt Stress mit dem Pressenfahrer unter Umständen. So, und ihr seht, der Baum hier, der ist eigentlich nicht im Weg. Was heißt eigentlich? Nee, der ist nicht im Weg. Von daher lassen wir das alles so, wie es ist. Gibt es auch keinen Stress hier mit dem Bürgermeister vielleicht. So, und jetzt sind wir gleich einmal rundherum und haben dann am Ende der Bahn, würde ich schätzen, 3000 Liter im Korntank, was sich erstmal nicht schlecht anhört. Schon gefüllt.
Akustische Signal war da. Sehr schön. So, also ein zweites machen wir auf jeden Fall. Mit dem dritten schauen wir mal. Och, das reimt sich ja sogar wieder. Heute ein kleiner Poet am Start, oder? Strohballen gehen auf jeden Fall erstmal in mein Ballenlager. Und ja, dann schauen wir mal. Der nächste In-Game-Talk wird es dann so sein, dass ich ein Feld mit Hafer, glaube ich, dreschen kann. Und auch das große Maisfeld. Und das soll heißen, da brauchen wir den Maispflücker. Und da hatte ich ja am Anfang immer wieder gesagt, ich will den kaufen. Nee, wird nichts. Schaffe ich finanziell nicht und ich glaube, das bringt es jetzt auch nicht. Ich werde dann auch auf dieses Feld hier mit Sicherheit keinen Mais machen. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch noch nicht, was wir überhaupt dann hier andrillen. Da muss ich mir echt mal noch Gedanken machen. Und wenn wir dann auch finanziell durch die Miete des Maispflückers ein bisschen in die Knie gehen, sag ich mal, der Hoffnungsschimmer ist, Juni, Juli gibt es den höchsten Preis für Körnermais und auch für Sojabohnen. Und Sojabohnen habe ich ja noch was im Lager und auch die sollen dann verkauft werden. So, und dann sollte es nicht ganz schlecht aussehen, wenn alles gut geht. Ich hoffe auch demnächst noch auf Nachwuchs bei meinen Kühen, dass da mal ein paar Kälbchen kommen. Aber ich habe jetzt nicht genau das Alter der Kühe im Kopf und hier habe ich auch nicht dieses erweiterte Tiersystem mit drauf, sondern ganz stinknormal auf Deutsch gesagt. So. 85, kriegt man hier die Bahn noch rein? Nur Mut. ...88, 89, das wird knapp. Gerade so, würde ich denken. Ja, das Feld war 100% gedüngt. Hier haben wir alles getan, was in unseren Kräften stand. Da ist das natürlich ein sehr schöner Lohn dafür. Ach, geht gerade so auf. So. Ich werde gleich mal rüber vorne auf dem anderen Acker zum Abtanken. Können wir den Trecker da stehen lassen. Also, es wird auf keinen Fall bloß ein Anhänger voll, das ist schon mal Fakt. Mit viel Glück vielleicht doch der ganze Zug. 16.000, naja, ich glaub's nicht. Aber ich würde sagen, den Rest dresche ich jetzt mal kurz allein. Und ihr erfahrt natürlich dann am Ende, wie viel wir hier an Weizen geerntet haben. Und ja, somit würde ich sagen, sehen wir uns dann doch nach einer ganz kurzen Pause wieder. Bis gleich. So, Freunde, und da bin ich wieder. Wir haben den Weizen gedroschen und es sind 10.189 Liter geworden. Ja, hatte schon gehofft, dass in den hinteren Anhänger ein bisschen mehr reinkommt, aber naja.
Wenn es so ist, dann ist es so, ne? Wir werden jetzt mit der Fuhre hier zum Hof fahren. Den Drescher habe ich schon losgeschickt. Der ist auch unterwegs. Und ja, als nächstes kommt die Ballenpresse dran. Da werde ich mal den Fendt dazu nehmen. Will immer ein bisschen versuchen, beide Traktoren oder alle drei Traktoren, wobei der GTA nicht so viel zum Einsatz kommt, weil man mit ihm ja nicht alles machen kann. Aber die beiden hier, den John Deere und den Fendt, die würde ich schon ganz gern versuchen, ein bisschen gleichmäßig zu benutzen. Abwechselnd sozusagen. Oh, 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 was haben wir denn hier? Helfer wird blockiert. Oje, 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 was ist denn da kaputt? Der sollte da eigentlich bloß glatt auf den Hof reinfahren. Na, wir werden es gleich sehen, was passiert ist. Hab das schon oft erlebt. Manchmal fährt er doch rein und ja, was weiß ich, vielleicht eine Fliege im Weg oder was weiß ich da los war und trotzdem hat er dann seine Arbeit erfolgreich beendet, so wie er jetzt gerade hinschreibt. Das sieht doch gut aus, genau da hinten hin sollte er fahren. Naja. War wieder mal viel Lärm um nix. So. Und rein ins Silo damit. Halt, ich wollte die Abkippseite ändern. So wollten wir es machen, genau. Ja, ich habe mir so überlegt, das Video wird ein bisschen länger, dreiviertel Stunde ungefähr. Ich wollte jetzt jedem Arbeitsgang so 15 Minuten im Durchschnitt gönnen. Bin mal gespannt, schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare, ob man das machen kann oder ob ich das machen kann oder sagt er, nee, mach mal lieber ein was und das komplett. Ich hatte halt gedacht, mit dem Dreschen wäre ich jetzt eine halbe Stunde fast unterwegs. Ne? Wer auf die Ingame-Zeit schaut, die ist ganz normal weitergelaufen. Ich wollte halt versuchen, dass wir doch ein bisschen Abwechslung reinbringen und ja, verschiedene Arbeitsgänge zeigen können. Aber da bin ich für Meinungen und Vorschläge immer offen. Wisst ihr ja. So. Naja, Stroh, das sieht gar nicht so berauschend aus hier. Also werden wir davon erstmal nichts verkaufen und ich werde eher dann an diesem Tag noch vielleicht ein, zwei Aufträge machen. Die Miete für den Maispflücker habe ich auf jeden Fall auf dem Konto, das ist kein Problem. Aber ein bisschen mehr Geld kann ja nicht schaden, ne? So, kommen wir hier rum. Jawohl. Und dem hier werde ich dann gleich den Ballensammelwagen verpassen, den kleinen Ursus. Können wir jetzt gleich mal gucken, ob das so der Wahrheit entspricht, was ich gesagt habe, dass ich die Traktoren so ein bisschen abwechselnd immer nutzen will. Der hat jetzt 14,7 Stunden. Mal schauen, was der Fendt auf der Uhr hat. Oh, 14,0, das ist ja fast eine Punktlandung. So. Presse dran. Naja, allzu viel Ballen werden es nicht werden, ne? So, jetzt muss ich mal gucken. Automatisches Abladen. Oder ablegen. Das will ich anschalten.
Und dann geht's los. So, Safety first. Auch wenn es keinen KI-Verkehr gibt hier bei mir, ne? Aber den muss man halt ausmachen, wenn man den Giants-Helfer hier, um von A nach B ein Fahrzeug zu schicken, nutzen will, muss man den KI-Verkehr ausmachen. Das ist einfach wirklich dem geschuldet, dass der absolut rigoros ist und halt nicht nachgibt. Ich finde es zwar sehr schade, weil ja, ein paar KI-Autos doch ein bisschen Leben noch auf die Karte bringen. Aber wie gesagt, das gibt nur Probleme, auch mit Autodrive. Habe ich das auch auf anderen Karten probiert. Das funktioniert leider nicht. Vielleicht wird ja das im LS25 was besser. Mal schauen. Und gerade heute am 20. als ich das Video aufgenommen habe, ist ja ein neuer Trailer da von Giants gekommen, wo es wieder ein paar neue Updates gab zum LS25, so dass es dort jetzt einen Tornado geben kann, der die Ernte zerstört. Ja gut, einen Tornado brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber dass die Ernte zerstört werden kann, das finde ich gut. Vielleicht funktioniert das ja auch mit Trockenheit, Dürre oder Fragezeichen. Und was ich natürlich sehr, sehr schön finde, dass es Jungtiere gibt. Ne? Das, was wir jetzt sonst mit dem erweiterten Tiersystem realisieren können, soll dann standardmäßig sein, denke ich zumindest. Der Regen sieht viel realistischer aus. Das sieht man in diesem kleinen Filmchen da, dass der auf den Spiegelgläsern die Tropfen hängen und auf dem Lack vom Traktor und auf der Frontscheibe. Und ja, schauen wir mal. So, halt an, komm. So, jetzt müssen wir doch nochmal hier außen reingehen. Kommen wir nicht rum. Nochmal zurückschieben, möglichst nicht auf die Leitplanke fahren. So. Ja, waren auf jeden Fall relativ interessante News, die es da gegeben hat. Ja, bin jetzt doch schon recht gespannt, obwohl ich ja am Anfang doch zugegebenermaßen ein bisschen skeptisch war, aber ja, vielleicht kommt jetzt doch noch das eine oder andere dazu, wo man dann sagt, oh ja, das catcht mich. Also mit den Jungtieren, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz schönes Ding, längst überfällig, bin ich der Meinung. Halt, wir wollen doch hier nichts liegen lassen. So weit bin ich hier noch nicht, dass ich was verschenken kann. Da wird jedes Helmchen mitgenommen, bitteschön. Zweite Vorgewende ist zwar jetzt blöd hier, weil jetzt wird er mir sicherlich den Ballen hierher legen, aber na gut. Ich habe es ja so gewollt, dass er sie automatisch ablegt. Ne? Ansonsten hätte ich können aus der Bahn gehen und den irgendwo ein bisschen abseits hinlegen. Aber vielleicht liegt er genau zwischen zwei Schwaden und wir können ganz in Ruhe pressen.
So. Wo hört die Leitplanke auf? Hier, das ist gut. So. Schön sachte rückwärts. Halt, 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 halt. So, noch einen lege ich mir jetzt hier nicht in, in den Weg. Das ist gut. Hoffe ich zumindest, oder? Nee, doch nicht. Ja, also ich merke schon, das wird jetzt nicht die Riesenmenge an Stroh werden, die es hier gibt. Aber ja, jeder Ballen hilft haushalten. Auch irgendwann wieder meinen Futtermischer neu bestücken. Der hat zwar noch einiges an Mischration drin, aber ja, die Kühe haben Hunger und die fressen so einiges weg. So, naja, der Ballen liegt natürlich ungünstig. Wie soll es anders sein? Wir den dann mal ein bisschen anschubsen. Oder? Nee, komme ich vielleicht sogar vorbei. Ja, die Ballenaufträge hier, ich hatte erst ein bisschen Bammel, aber hat alles funktioniert. Was heißt Aufträge? Ich habe nur einen gemacht. Erstmal zum Antesten. Aber das hat wirklich ganz gut geklappt. Ja. Und ich würde sagen, wir machen es wie vorhin. Ich presse die paar Ballen noch zusammen hier und wir sehen uns dann wieder, wenn ich mit dem Ballensammelwagen hier rausfahre und sie dann reinhole. Und da können wir dann schauen, wie viel es am Ende geworden sind. Also, bis gleich. So, und da sind wir wieder. Presse ist wieder am Hof und ja, ich hole jetzt hier meine reiche Ballenernte ein. Ja, es sind halt 5 Stück geworden, aber ja, habe ich schon geahnt, dass das so kommt. Ist aber okay. Mensch, das ist ein halber Hektar. Da kann man keine Wunder erwarten. So, ja, den Fendt, den habe ich auch schon mit dem Kerner Corona hier ans Feld geholt. Wie gesagt, habe mir den Mod Felder erstellen lassen mit dem Grubber drauf gemacht. Und ja, das wird jetzt der dritte Teilabschnitt dieses Videos werden, dass wir da zumindest erstmal hier die Verbindung schaffen, dann diesen Mittelstreifen grubbern oder tieflockern vielmehr. Und dann mache ich natürlich offscreen den Rest des Feldes. Und dann haben wir unser erstes größeres Feld, sag ich mal, was wir selber erstellt haben, am Start. Und ja. Dann muss ich mir, wie gesagt, Gedanken machen, was machen wir hier drauf. Den werde ich jetzt erstmal zum Hof zurückschicken hier. Der wird das hoffentlich machen. Abladen, das funktioniert nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. So, Ziel setzen und du fährst mir bitte hinter den Drescher. Nicht in den Drescher rein, sondern hinter den Drescher, ja. So, was ist denn jetzt hier? Ah, das ist mit dem Controller manchmal gar nicht so einfach. So. Oh! Was wird das? Ach, du nimmst wieder die Abkürzung, ne? Alles klar. Naja. Das geht aber dann in Zukunft nicht mehr, Kollege, ne? Weil dann ist es kein Grünstreifen mehr, sondern Feld. Gut.
Als erstes muss ich mal sehen, wie breit macht denn der Kollege hier. Weil ich würde schon gerne eine saubere Kante haben wollen. So, aufgeklappt ist er. Das Felder erstellen ist noch nicht aktiviert. So würde ich sagen. So, F1 Helfer an und Felder erstellen zulassen ist Y. Zack. So, jetzt darf man natürlich keinen Helfer starten hier, wenn der gerade über die Karte fährt. Gibt es ein mittelprächtiges Chaos. So, das sieht schon mal gut aus. Wir machen hier gleich noch einen zweiten kleinen Streifen daneben. Und gucken mal in der Karte, ob denn das jetzt funktioniert hat. Das sieht aber gut aus. Ja. Okay. Dann machen wir dasselbe jetzt hier unten noch. Wie macht denn ihr das, wenn ihr LS spielt und auch mal das ein oder andere Feld zusammenlegt? Nehmt ihr einen Pflug? Nehmt ihr auch einen Grubber und diesen Mod dazu? Oder wie macht ihr das? Das würde mich mal interessieren. Ich finde es jetzt wirklich die bessere Variante, da ich ja eben nicht mehr Flüge. Ja, und wenn es den Mod gibt, ne? Warum soll man den nicht nutzen? So. Okay. Hoffe ich, dass ich da noch ein schönes Thumbnail erstellen konnte. Zweite Bahn und dann haben wir ein Feld mit einer Größe von einem ganzen Hektar. Wenn das nichts ist, ne? Und jetzt machen wir noch mal eine Kontrolle. Und das sieht doch richtig schick aus. Gut. Ganz wichtige Aktion, dass wir jetzt dieses Felder erstellen wieder ausmachen. Komm, schalt um. Auf Felder begrenzen. Genau. Weil ansonsten können wir uns hier ganz, ganz viel Schaden machen. Und das möchte ich nicht unbedingt. So, jetzt wäre es natürlich mal zu überlegen. Das Feld ist jetzt doch so hier die lange Kante. Ja, Vorgewände lassen wir uns noch was über. Ich würde sagen, wir fangen hier so an. Wir haben kein GPS, brauchen wir auch nicht für einen Hektar, ne? Und arbeiten uns jetzt mal so ein bisschen aus der Mitte raus. Gen Außenkante vor. So. Nebenbei kann und sollte ich mir dann doch schon mal Gedanken machen zur nächsten Frucht, die wir hier drauf machen.
Oder habt ihr eine Idee? Aktuell habe ich jetzt noch 3 kleinere Felder mit Hafer und das große Maisfeld, das Pachtfeld. Tja, wir sind jetzt im Mai. Ja gut, eh die Felder dann erntereif sind, Juni, Juli, August, September, ja, da geht es dann schon Richtung Herbst rein. Könnte man dann doch über irgendein Getreide nachdenken, was man dann im Januar, Februar, wo es meist die besten Preise gibt, da anbaut. Weizen, Gerste. Mal schauen. Wie gesagt, den Maispflücker will ich nur mieten und auch dann zeitnah gleich wieder zurückgeben, weil kostet viel Geld, ne? Also von daher, nee, Mais hier drauf, das macht keinen Sinn, finde ich. Ja, mal schauen. So, an der Textur sehe ich, dass ich hier doch verdammt schräg gekommen bin. Uiuiuiuiuiui. Das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen begradigen, indem wir hier versuchen, eine glatte Kante, die so ein bisschen mit der Textur fluchtet, hinkriegen. Ja, das ist halt so mein persönliches Steckenpferd. Ich versuche es halt immer alles symmetrisch zu machen. Gelingt nicht immer, gerade mit dem Geradeausfahren. Aber wer mich kennt, der weiß das. Aber hier haben wir jetzt die Möglichkeit, uns ein bisschen an der Texturkante lang zu hangeln. Und von daher möchte ich das jetzt schon ganz gerne ein bisschen hinkriegen. Können auch ein bisschen mehr Vorgewände lassen, vielleicht. So, hier ist dasselbe Spiel in Grün. Oder ganz schön zu schnaufen hier der Kleine und wir haben bloß 3 Meter Arbeitsbreite, ne? Das ist nicht der große Tiefenlockerer, aber ja gut, Tiefenlockern, ne? Der Name sagt es schon, das kostet halt ein bisschen Kraft. Aber ist schon mal schön, wenn man jetzt doch eine etwas längere Bahn hat und nicht alle gefühlt 10 Meter wenden muss. Das hat schon was. Wie gesagt, hier unten das nächste Feld, das wäre noch so ein bisschen das, was ich da im Augenwinkel habe. Keine Ahnung, was es kostet. Dann käme natürlich auch der Baum weg, irgendwann. Und dann sollte man auch vielleicht später mal über ein bisschen größere Technik nachdenken. 5 Meter grober oder so. Oder auch nicht. Im realen Leben, glaube ich, würde das niemand machen, oder? Ich weiß jetzt nicht, auf was für eine Größe wir kämen, aber ich schätze mal 4, 5 Hektar vielleicht alles in allem, wenn man alle 4 Felder zusammenrechnet. Mal schauen. So, jetzt sieht die Kante auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Und ja, ich würde sagen, das Video ist jetzt rund 45 Minuten lang. Schätze ich mal so grob über den Daumen, was ich so auf der Uhr gesehen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und ja, danke fürs Zuschauen. Darf ich natürlich nicht vergessen und möchte ich auch nicht vergessen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Werde jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen abwechseln. Muss auf der Krumbach auf jeden Fall auch
erstmal einiges vorspielen, sag ich mal, um dann doch mit meiner Kartoffelgeschichte endlich mal zu Potte zu kommen. Von daher werde ich jetzt immer mal ein bisschen wechseln, die Karten, und ja, je nach Gusto, je nach Lust und Laune euch da mitnehmen. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.